Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect Andromeda. Ich bin's, der Black. Ich habe mal offscreen den Jarl eingewechselt gegen Liam, denn es geht offensichtlich gegen die Roka. Pibi hat ja auch noch was zu tun, deswegen habe ich beide direkt mal reingenommen. Hier hinten haben wir die Schwarzfeld-Tent. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Und da gehen wir jetzt hin und gucken mal, was wir da finden. Ich bin ja mal gespannt. So. Erstmal die Schnellreise abwarten, natürlich. Das ist definitiv ein Rokar-Signal. Verstanden. Wir halten die Augen offen. Okay. Wir halten tatsächlich die Augen offen in diese Richtung. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Ach, deswegen habe ich das Ding hier aufgerufen. Abbauinterface Mineralien extrahieren. So. Gibt noch ausreichend, aber das ist ja egal. Bradley hatte recht. Roka vor Ort. Oha. Achten Sie auf Reserven nach dem ersten Angriff. Danke für den Hinweis. So, okay. So, den Roka haben wir platt. So, den haben wir auch. Und den auch. Den sowieso. Na toll, hier wollte ich ihn schießen. Okay. Noch ein Roka. Da oben. Joel, alle ausgeschaltet? Alle ausgeschaltet. Und wir haben immer noch Bradleys Signal. Gut, dann sehen wir mal nach, was sie beschützt haben. Oh. Das macht mir Sorgen. Die Rokar sind keine Piraten. Ja, das ist wahr. Was haben wir hier? Kriecher! Also, okay. Gute Arbeit. Gut, hier ist also... Aha. Sieht aus wie ein kleiner Relikteingang, ne? Eine Konsole. Dieses Signal kann Landungsschiffe zu einer präzisen Position rufen. Das ist eine Strategie der Rokar. Der Späher platziert den Sender mitten in Prodromos. Und sagt Axur damit exakt, wo er zuschlagen muss. Scheiße. Zum Glück haben sie dem ein Ende bereitet. Die Aufgabe ist erst zur Hälfte erfüllt. Wir müssen dafür sorgen, dass sie nicht zurückkommen. Ich bin nicht sicher, was sie da verlangen, Pathfinder. Wir können nicht unseren ersten Außenposten aufs Spiel setzen. Versprechen und Beständigkeit. Was haben Sie? Ein Köder an den alten Städten oder einen Außenposten geben? Lieber den Außenposten. Wenn Sie einen Außenposten angreifen wollen, benutzen wir Ihren Sender und geben Ihnen einen. Und dann bringen wir die Sache zu Ende. Das Comm-System in Anlage 2 ist noch intakt. Von dort könnten sie senden. Haben das alle mitgekriegt? Roka Willkommensparty in Anlage 2. Okay, dann werden wir da wohl oder übel gegen die Roka kämpfen müssen. Warum die sich hier niederlassen, wenn es hier von Kriechern wimmelt, ist jetzt auch noch eine Frage, aber die klären wir später. So. Jarl Amadaf, Freund oder Feind? So, hopp. Hier unten hätten wir noch was. Das ist erstmal das von Pibi. Und dann werden wir das erstmal erledigen, weil wir es können. Lalalala, ich fahre durch die Wüste von Eos und... Gerne haben. Selbst ohne die Cat würden nur wenige von uns je hierher kommen. Ja, genau. Ganz bestimmt. So, da. Huch. Da, okay. Na dann, aktivieren. Das war's. Gute Arbeit. Ja. Dann reisen wir mal zu diesen Reliktruinen. Pibi, wo hast du uns da wieder reingeritten? Na, wir werden sehen. Wobei, es
ja durchaus immer hilfreich war, wenn Pibi was gefunden hat, was uns weiterbringt. Also. Ja, wie kommen wir jetzt da hoch? Also, da hier. Hier eventuell? Nein, da nicht. Aua. Sie verlassen das Ziegelbild. So. Dann hier. Wahrscheinlich musste ich da hoch. Hm, verdammt. Also, noch einmal rüber. Toll. Na, wenigstens bin ich wieder hier oben. Hat auch was. Nee, bin ich nicht. Okay. Jetzt wieder hier hin. Okay, darüber komme ich, aber jetzt muss ich hier hoch stattdessen. So war es richtig. So ist besser. Hopp. Und hoch. Gut. Dann hier rüber. Wir haben das Relikt wütend gemacht. Macht nix. Okay, zerlegt. Gute Arbeit. Sehr schön. Finde ich auch. Wir sammeln ein bisschen Nitratfusor ein, weil wir es können. Da hinten haben wir noch was. Ja. Neuralspule oder was auch immer das war. So, okay, hier rüber. Hier rüber. Ich weiß nicht, was das hier für ein Relikt sein soll und warum wir hier noch nie waren. Hier sind wir richtig. Suchen wir die Tech, die wir brauchen. Ja, mach mal. So. Hier ist das erste Teil der Raytech, Pibi. Fantastisch. Fehlen noch zwei. Synchronisation mit meinem Scanner läuft. Das zweite Teil ist auf Haval. Lade Koordinaten hoch. Wir beanspruchen diese Städte. Initiative abschauen. Roka? Banditen! Wir sind wohl nicht die Einzigen, die an dieser Tech interessiert sind. Das nenne ich mal eine coole Granate. So, ja, aber allerdings scheinen wir noch ein paar von hinten zu kriegen. Noch jemand? Noch jemand? Raytech. Ich frage mich, warum. Wir haben das Teil, wegen dem wir hier sind. Wir können weiter. Genau, dann gehen wir halt auch weiter. So. Alles andere ist irrelevant. Wir haben das Teil, weswegen wir hier sind. So, noch was zu scannen? Nö, hä? Nö. Na gut. Sieht aus wie ein Reliktcontainer. Was denn? Wo denn? Da oben drauf? Nö. Hm. Na gut. Wir haben was wollten. Mehr will ich ja gar nicht. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich da irgendwie wieder heile rüberkomme. So nicht. Gut zu wissen. Ja, zur Not könnte ich auch abreißen oder sowas. Das würde auch funktionieren. Aber sicherlich doch gar nicht. So, Überreste, die nehme ich noch mit. Komm. Wenn wir hier schon mal was finden, dann nehmen wir es natürlich mit. Auch den Lauf. Das ist schließlich der Lauf der Dinge. So, hier hinten ist nichts. Weißt du was? Ich mache da gar keinen Ruß. Ich gehe jetzt, weil ich muss. Warum sind die eigentlich hier weiß? Weiß ich nicht. Waren wir bei dem Ding doch gar nicht. Ich gehe da nochmal hin und werde nochmal zu diesem Relikt reisen, weil das weiß ist. Ja, nur deswegen. Mhm, Nomad. Okay, an Bord. M. Dahin. So. Und Gas geben. So, obwohl ich schon glaube, dass wir da schon waren. Wir haben viele Welten an die Geister verloren. Mit anzusehen, wie eine mehr oder weniger zurückerobert wird, ist merkwürdig. Ja. Aber schön, hoffe ich. Schön merkwürdig. Ja. Erledigt.
erledigt. Erledigt. Oh, noch einer. Erledigt. Okay, hier ist doch viel mehr los, als ich erwartet habe. Ein Grund mehr hier mal aufzurollen. So, noch einer. Da hinten. Ja, relativ schnell. Und relativ sauber. Okay, das nehmen wir mit. Sonst noch irgendwas? Hier ein Behälter haben wir noch. Dann nehmen wir den halt auch noch mit, weil wir es können. Und sonst nichts. Na gut. So. War es auf jeden Fall wert, mal erkundet zu werden. So. An Bord. Mit M mal anwachsen vor allem. Anvisieren. Wir können jetzt hier da wieder zurück zur Tempest. Wollen wir aber nicht. Wir wollen erstmal hier hinten noch die Aufklärung bestätigen. So. Ah ja, diese Ladebildschirme. Ist schon was Feines, so ein Ladebildschirm. So. Oh, ich sehe gerade, ich sollte vielleicht auch irgendwann mal die Aufnahme beenden. Ich bin hier schon mega drüber, aber das macht nichts. Also, was heißt mega drüber? Ich habe mehr aufgenommen, als ich wollte. 13 Folgen am Stück, das ist nicht wenig. Ja, der alte Außenposten halt, ne? Lass mich mal. Und ah, toll, jetzt haben wir ihn drauf. So, was haben wir hier? Irgendwelche Kübel. Ah, Pathfinder! Was denn? Sam, hast du eine Position für diesen Roker-Sender? Ja, Pathfinder. Das Kommunikationssystem von Anlage 2. Das jemand muss mir helfen! Ja, bin schon da. Ich muss erstmal Viecher tot machen und dann... Was machst denn du hier? Techniker Danny Messier! Der Trottel! Was willst du hier? Danny, richtig? Sie sind jetzt in Sicherheit. Ja, das sagen Sie. Aber gibt es in Andromeda auch Insekten, die weniger als einen Meter groß sind? Das hier ist einfach zu viel für mich, aber Eos kriegt mich nicht klein. Ich werde ab sofort die Relikte studieren. Sie sind nur Maschinen, richtig? Dieses Mal bin ich auf alles vorbereitet. Ich glaube, den werden wir wiedersehen. Danny retten. Aufgabe für Danny Messier erledigt. Na gut. Wahrscheinlich hätten wir den irgendwo bei den Relikten wieder gesehen, aber naja, okay. Ich dachte eigentlich, die Pflanzen wären dem sanfter. So, Beständigkeit. Die Cat haben ihre Spuren hinterlassen, aber die Gebäude stehen noch. Das sollte uns eine Lehre sein. Ja. Nav-Punkt zum Hochladen von Rokar-Signal markiert. Wenn Sie den Knopf drücken, führt sie das direkt zu uns. Na, dann werden wir das tun. Wir kennen diesen Ort. Sie nicht. Genau. Wir liefern Ihnen einen Kampf. Das tun wir. Beginne mit Upload des Rokar-Signals. Kommen Sie in unsere Richtung? Die Rokar haben ihren Kurs geändert. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um in Deckung zu gehen. Mensch, ich habe Ihnen gesagt, Sie würden es früh genug herausfinden. Der Sender ist aktiv. Sie konnten unsere Sperren nicht aufhalten. Sie haben es uns abgekauft. Wir warten, bis Sie am Boden sind. Bin bereit und warte. So, das müssen wir auch noch aktivieren hier. Den hier noch weg. Okay. Na, ja, wahrscheinlich irgendwo Deckung. Ja, muss ich mal kurz in Deckung gehen. So. Na, ja, da hinten haben wir noch einen. Du schießt auf mich. Ich schieß mal auf dich. Ja, bei mir auch. Da sind nur noch die zwei da hinten. Thank you.
Oh, sind doch noch ein paar mehr. Okay. Beständigkeit. Versprechen. Sieht mir eher nach Tod und Verhungern aus. Okay, ich weiß schon mal, wer unserem nächsten Außenposten nicht seinen Namen geben wird. Ja. So, soweit so gut. Ich habe hier irgendwas zu scannen, aber ich komme gerade nicht dazu. Oder? Komme ich dazu? Nee, komme ich nicht. So, muss mal kurz abhauen. Kann direkt mal nachladen. Boah, hier ist aber auch was los. Die Roker haben wirklich viel aufgefahren. So. Die Anlage ist ein Köder. An diesen Koordinaten sammeln. Sie haben es begriffen. Wo gehen Sie hin? Das kann ich Ihnen sagen. Anlage 1. Wir haben das Energierelais überlastet, um Sie anzulocken. Das wird Axol überhaupt nicht gefallen. Versprechen, wir kommen. Okay. Da hauen wir da die nächste um. Oh, wie viele denn noch? Wollt ihr mich verarschen? Meine Fresse! So. Okay, irgendwann muss ich aber gut sein hier langsam. So, den haben wir. Armer Kerl. Er hätte fliehen sollen, anstatt zu kämpfen. So. Ja, ja, das weiß ich. Ich habe dir die Verletzung zugefügt. Soll er abhauen hier, oder was? Hättet ihr abhauen sollen. Okay. Nachschub. Okay. Warum kommen die alle hierher? Ich dachte, es müsste ja mal gut sein hier irgendwann, aber nein. Ah, ich muss das Ziel üben. Ganz schnell in Deckung gehen. Schön wieder da. So, dann wechseln wir mal auf den hier. Okay. Irgendwann möchten die doch immer aufhören, ja. Kann ja wohl nicht wahr sein. Also, ich denke, die gehen zu Versprechen. Ja, immer noch einer, ne? Noch einer ist gut. Willst du mich verarschen? Wie viele denn noch? Kommt die ganze Roker-Bande hierher oder was? Okay. So, hier hinten noch einer. Und dann muss es ja auch irgendwann mal gut sein. Scheinbar ist es auch gut. Okay. Erledigt. Das heißt, jetzt endlich hoch zu versprechen. Das machen wir auch hier so. Während des Kampfes deaktiviert. Am Arsch. Muss ich dann noch laufen oder was? Ah ne, da hinten ist noch einer. Wo auch immer. Gewesen. Okay, dann jetzt aber schnell reisen. Immer noch nicht. Na gut, dann gehen wir halt zu Fuß. Da bin ich gar nicht so. Der war ja eh nicht so weit entfernt. Versprechen, das sollten wir hinbekommen. Okay, machen wir aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. Leute, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.